Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium. Im letzten Part haben wir in der im Pika Cup versagt. Wurden von einem Arcani und einem Tentoxa gekillt. Doch jetzt habe ich mein Team ganz schön krass umgestellt. Und hoffe mal, dass das hier irgendwie funktioniert, was ich mir da gedacht habe. Und probieren es einfach mal aus. Die ersten Kämpfe sollten wieder mal kein Problem sein. Und es sind sogar dieselben an sich. Gut. Ich merke gerade, dass ich gar nichts an Feuer habe. Ist aber kein Problem, ich habe dafür Ibitak. Ja, würde ich sagen, Ibitak fängt mal an. Und er hat noch ein Smetbow. Dafür nehmen wir das Lapras mit und das Radikal. Herzlich willkommen zum Pika-Cup. Dies ist ein Pokémon-Turnier speziell für leidenschaftliche und talentierte Jung-Pokémon. So, wir gehen mit Nidorina. Was ich vollkommen okay finde. Ibitak hier recht gut, weil es sehr schnell und stark recht ist. Wir sind ja schon sozusagen die Endentwicklung, während bei Tauboga eben nur Tauboga da ist und nicht Taubos. Zudem kann es fliegen, eine sehr gute Step-Attacke in der ersten Generation noch. Ein guter Treffer. Ah. Was geht ab? Okay, das hat aber weniger abgezogen, als ich dachte. Ein wahres Spannungs- aber das ist schon in Ordnung. Es steigt wieder empor. Was ist das? Die verfehlt. Ein sehr rasanter Tag. So, jetzt kriegt das Ding nochmal aufs Gesicht. Und danach werde ich das mit einem Schnabel wenden. Oder auch nicht. Leider daneben. Was passiert jetzt? Okay, probieren wir es mal gleich mit dem Schnabel. Pock. Aha. Sehr schön. Und jetzt können wir es mit dem Schnabel beenden. Ja, ein Treffer. Sie schenken sich wirklich nichts. Das ist halt der Nachteil an Fliegen, dass es halt auch ab und an mal daneben geht. Schnabel. Und ich halt das Pech auch habe. Aber gut. In diesem Fall war es ja nicht schlimm. Und das Nidorina ist welches auch AK. Aha. Hallo Rettan. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Ah, Silberblick, okay. Stört mich nicht. Triffst mich gerade nicht da oben. Und du kriegst jetzt das Fliegen ab. Oh yeah. Yo, bam. Oh ja, hat's wirklich. Ah, Wickel. Was nun? Es hat den Körper einfach abgeschüttelt. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Nee, Wickel habe ich keinen Bock drauf. Deswegen wechsle ich zu Radikal. Das Pokémon kehrt in seinen Pokéball zurück. Springfrei für Radikal. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? So. Jetzt habe ich einfach den Sternschauer. Und er reicht vollkommen aus. Ein Sternschauer. Ja, ein Treffer! Und das war's! Radikal habe ich deswegen genommen, weil Hyperzahn eine recht starke Attacke ist. Radikal zudem recht schnell ist und sogar einen Eisstrahl kann. Wer hier wahrscheinlich nicht so häufig den Nutzen findet, aber ja. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Zudem kann es Toxin, was mir in manchen Situationen vielleicht auch sehr gut helfen kann. Wow. Bam! Sehr gut. K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert. Das war's. Der Kampf ist vorbei.
Okay. Kampf Nummer 1. Erfolgreich bestanden. Das Problem besteht weiterhin bei Arcani und Tentoxa, welche dann wieder bei Orden Nummer 7 kommen. So, Flug- und Gesteins-Pokémon. Du hattest den Geowurf noch drin. Du hast das Erdbeben drin. Lapras nehmen wir als erstes. Nehmen wir noch Radikal mit. Und das Raichu. Aber Lapras hat das, glaube ich, beim letzten Mal komplett alleine gerissen. Ich vermute mal, dass es dieses Mal ähnlich wird. Auch wenn er nicht mit Porenta, sondern mit Tauboga beginnt. So wird das doch wahrscheinlich dieselben Ausmaße annehmen. Oh, es möchte ein Himmelsfeger, glaube ich, machen oder einen Klinkensturm, eins von beiden. Aber... ja. Ne? So viel dazu. Welch furioser Blitzstart! Und ja, diesmal wird es Lapras wahrscheinlich sogar wieder schaffen. Und auch nur ein KP zu verlieren. Alles zu rocken. So sieht es aus. Mann, das sieht gar nicht gut aus. Wenn es halt nur gegen das Arcani auch so gut gehen würde. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Der aktuelle Stand ist. Beim Bisaknoss habe ich jetzt auch in meinem Team. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Aber ja. Wie kommt denn das? Ich weiß noch gar nicht, ob ich dazu oft komme, um das einzusetzen. Mit Ekelsamen, Megasauger und Toxin ist es nicht schlecht. Die Frage ist halt, ob es so dann auch ausreicht. Glaube ich, allzu oft dazu komme, es so zu benutzen, wie man es halt benutzen sollte. So, Kampf Nummer 2 erledigt. Kampf Nummer 3 gegen den Schwimmer mit fast nur Wasser-Pokémon. Und ja, ich fange einfach mal mit Bisaknoss, Raichu und Radikal an. Die Aufstellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Los geht's! Er beginnt mit Phlegmon. Was nicht gerade sonderlich gut für mich ist. Und deswegen wechsle ich auch nochmal. Denn Phlegmon mit einer Psychokinese könnte meinem Bisaknoss sehr wehtun. Ich habe gar keinen Megasauger, der Megasauger hatte das Bisasam. Okay, Psychokinese nicht, aber Konfusion. Jo. Stecken wir ganz gut weg und dann kommt der Hyperzahn. Ein Volltreffer, aber er reicht nicht, weil Phlegmon eine ganz gute Verteidigung hat. Was geht ab? Ja. Ja, ein Treffer. Die Stärke interessiert jetzt nicht wirklich. Der brandheiße Kampf reicht die Zuschauer nicht. Wir machen noch einen Hyperzahn. Hyperzahn. Komm. Es ist am Boden. Und das war's für Phlegmon. Welches ein komisches Geräusch nochmal zum Schluss abgibt. Okay. Was hat er? Ein Quapuzzi. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Was ist das? Dampfer. Ja, der war nicht schlecht. Mal schauen, wie viel der Blutstrahl abzieht. Hat
Initiative sinkt, aber ich lebe. Deswegen werde ich jetzt die Chance nutzen. Und zu dieser Knosp wechseln. Der Trainer wechselt das Pokémon. Den Blubstrahl nehme ich ganz locker auf. Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Wird dieser Wechsel den so, und ich würde mal sagen, ich mach mal einen Egelsamen. Nochmal Blubstrahl. Okay. Was geht ab? Das war ein Schachtel. Volltreffer, klasse. Egelsamen. Egelsamen. Ja, ein Treffer. Beide Pokémon haben noch genügend Kraftreserven. So, ich mache einfach mal einen Schwertanz. Denn ich glaube nicht, dass er mir wirklich Schaden machen kann. Wow, zwei Volltreffer hintereinander. Ah, ich bekomme KP wieder. So, wollen wir mal sehen. Er macht weiter mit dem Blubstrahl. Diesmal immerhin kein Volltreffer. Aber ja, machen wir das Ding K.O. Und schauen, was er noch als letztes hat. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Genau, Spiel Carbador ist in Ordnung. Hat er beim letzten Mal, glaube ich, auch gemacht. Er wird nochmal zu einem Tackle kommen. Ab dann ist es fraglich, ob er meinen Body Slam nach einem Schwerttanz überleben kann. Ich tippe mal eher auf Nein. So sieht es aus. Ein Spitzentreffer. Ah, oh, doch kann er sogar. Ein wow. Spannungsfeuerwerk. Aber ja, das war's dann. Was geht ab? Ja, ein Treffer. Wir bekommen ein weiteres Continue. Ein harter Treffer. Ein guter Treffer. Es ist am Boden. Ah, das ist ja bei weitem noch kein Problem hier. Das Problem ist dann das Tentoxa und das Akani. Werde ich hoffentlich dank Raichu, Lapras und vielleicht auch Ibitak dann kontern kann. Wir machen derweil weiter und kämpfen jetzt gegen den Dieb. Welcher mit seinen Feuer- und Boden-Pokémon ankam. Deswegen Lapras, Radikal und Nidoking. Die Spannung im Publikum weg. Die vierte Runde beginnt. Und es ist tatsächlich dasselbe Matchup wie davor. Vulnona gegen Lapras. Beim letzten Mal hat Lapras eindeutig gewonnen, da habe ich mich aber auch nicht verdrückt. So wie jetzt, ich habe nicht auch so den Schädelwurm eingesetzt. Das war ein Wunderpunkt. Und er macht natürlich auch wieder einen Volltreffer. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Ein sehr rasanter Kampf. Ja. Oh Gott, eine Geduld. Es sammelt geduldig Kräfte. Okay. Mal schauen, wie viel die Schädelwurm abzieht. Ein guter Treffer. Nicht allzu viel. Machen wir mal einen Heuler. Es sammelt weiterhin Kräfte. Ein schauriger Heuler. Seine Angriffskraft schwindet. So, jetzt erzeugt er den Angriff. Das heißt, jetzt kann ich auch wieder angreifen. Er macht mir doppelt so viel Schaden. Ich habe ihm
18 Schaden gemacht. Ne, weiterhin Kräfte sammeln, das war nicht gut. Denn jetzt wird wahrscheinlich mein Lapras draufgehen. Ja. Ich habe auch nichts, um das irgendwie zu kontern, insofern. Ja. Ich hätte gedacht, jetzt wäre das schon, dass er jetzt angegriffen hätte. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich vorher den Blubstrahl schon gemacht und nicht erst Heuler. Dann hätte ich nämlich das wohl nur einfach killen können. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Aber okay. Dann kommt jetzt Radikal dran. Und das wird es auch mit dem Sternschauer. Oh, Vulnona ist schneller als Radikal? Ja, ein Treffer. Finde ich nicht nett, weil dann wird wahrscheinlich auch der Toxer schneller als Radikal sein. Ein Sternschauer. Ein guter Treffer. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon wird die Arena betreten? Könnte problematisch werden. Ringfrei für Blutexo. Vielleicht hätte ich Kadabra mit ins Team nehmen sollen. Das wäre noch so eine Möglichkeit gewesen. Weil Kadabra ist recht schnell und hat einen hohen Spezialangriff. Und ich glaube, er kann auch die Psychokinese oder irgendwas. Tentoxa jedenfalls ziemlich gemein. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. So. Nehmen wir erstmal das Glutexo auf die Zähne. Den Hörner hat Radikal nicht. Und sein letztes Pokémon ist ein Sandan. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Ich würde mal sagen, ich mache den Eisstrahl. Denn Boden ist schlecht gegen Eis und Sandan hat eine hohe Verteidigung. Aber der Spezialwert ist schlecht. Zudem noch ein Volltreffer, damit war's das. K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert. Sehr gut. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Dann nur noch 2 Minuten, bis ich wieder die 20 habe. Also machen wir es so wie beim letzten Mal. Einen Kampf mache ich noch. Dann sind wir genauso weit wie beim Part 1. Aber wir hoffen, dass es nicht genauso ausartet dann am Ende. So. Hier war Bisaknosp ziemlich gut. Aber auch Nidoking, Bisaknosp. Und Radikal. Zweite Hälfte des Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Schauen wir mal, ob er wieder mit Porygon beginnt. Tatsache. Wir kommen hier dasselbe Matchup ständig. Ziemlich interessant. Das Gute daran ist halt, dass wir wissen, dass meistens wir gewinnen. Aber bisher haben wir immer wir gewonnen. Ein kraftvoller Angriff. Und noch hat keiner von uns einen sinnvollen Volltreffer gemacht. Und diesmal ist das Porygon um einige stärker. Okay. Ein harter Treffer. Ist auch auf Level 18 diesmal. Das Porygon ist diesmal irgendwie stärker. Das ist ja mies. Naja. Wenigstens so weit geschwächt, dass Radikal das jetzt mit einem Schlag erledigen kann. Psychokinese. Au. Es ist am Boden. Also ja, also dass du diesmal aushältst, war überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, du warst diesmal auch Level höher. Als beim letzten Mal. Dass das geändert wird, finde ich auch irgendwie merkwürdig.
Fakt ist, diesmal war es Porygon auf jeden Fall stärker als davor. Naja. Bam, 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 bam. Den Volltreffer hätte Nidoking vorhin mal brauchen können. Naja. Diese unnecessary Crits. Okay, da haben wir Kingla. Das könnte ich jetzt vergiften. Oder ich greife es einfach an. Ich glaube, ich vergifte es erstmal. Die Gift-Taktiken sind hier noch nicht so gut. Weil es halt solche Attacken mit Schutzschild nicht gibt. Oder Überreste. Das würde natürlich so eine Gift-Taktik einiges besser machen. Warte mal. Ich könnte natürlich jetzt zu dieser Knosp wechseln. Das mache ich auch. Das Pokémon kehrt in seinen Pokéball zurück. So. Er kommt wieder mit einem Blubstrahl. Was geht ab? Seine Geschwindigkeit ist natürlich ein Volltreffer. Aber okay. Schauen wir mal, dass wir die Egelsamen rauskriegen. Der Trainer wechselt. Ah, er wechselt. Sehr gut. Dadurch kriege ich die Egelsamen umsonst raus. Gegen das Mankey. Egelsamen. Ja, ein Treffer. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Na, und dann greife ich einfach an. Au. Das Volltreffer jedes Mal. Ich glaube, Egelsamen ist ja auch noch nicht so gut. Aber immerhin ist das Mankey paralysiert. Was bedeutet, dass ich jetzt wahrscheinlich schneller bin. Und ihm damit ordentlich aufs Gesicht geben kann. Nur noch ein Pokémon ist übrig. So, die Frage ist, das Ding kann ja auch Body Slam. Würde ich den Body Slam überleben? Ich glaube fast nicht. Wenn ich ihn überleben würde, wäre der Solarstrahl ziemlich gut. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1. Aber er ist auch schneller, also macht es mehr Sinn, noch einen Body Slam zu versuchen, wenigstens. Aber dazu kommt es nicht. Jetzt muss ich mir sogar noch Gedanken machen. Beide Trainer haben nur ein Pokémon übrig. Ob ich das mit Radikal jetzt schaffe? Diese Werbebank ist leer. Oh Mann. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun heißt es alles oder nichts. So, da kommt der Hyperzahn. Was passiert jetzt? Und es war ein Volltreffer. Ein Wunderpunkt. Sehr gut. Nur ob das reicht. Ah, den Blubstrahl müsste ich überleben dürfen. Und meine Initiative wurde nicht gesenkt. Damit dürfte ich das jetzt gewinnen. Sofern ich treffe. Ich meine, ich hätte einen Sternschauer machen können, dann hätte ich sicher getroffen, aber dann weiß ich nicht, ob der gerecht hätte. Und er überlebt das mit 2 KP. Oh, das gibt's doch nicht. Er überlebt es tatsächlich. Wie kommt denn das? Aber das überlebe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ach nee. 2 KP. Ah. Ich habe aber auch ein Glück momentan. Damn it. Okay. Im nächsten Part machen wir hier an der Stelle weiter und hoffentlich schaffen wir dann endlich mal den Pika Cup. Meine Güte, das ist echt schlimm. Also, wir sehen uns. Bis dann.